nicht. Den hatten wir ja. Okay. Ach, Qualitätswerkzeugkasten haben sie auch hier. Und ein Feuerstahl. Glaube ich alles. Unterm Bett war nichts mehr. Hungrig, bisschen was. Dann machen wir das doch gleich ganz geschickt. Nehmen die Pfirsiche erstmal. Ach so, ich kann es ja bloß zerdeppern. Ich habe ja nichts. Dann machen wir es doch so. Stunden Dunkelheit über. Schlafen wir mal ruhig 6. Ja, das stimmt. Ich habe aber jetzt gesagt, ich hätte sehr leicht zum Farmhaus gehen können eben. Aber ich wollte es mal quasi so probieren und bin jetzt einen relativ weiten Weg bis hierher hier laufen. War auch eng, musste Not überwintern sozusagen, übernächtigen in der Höhle. Ja, und ich wollte es jetzt mal, ich wollte den neuen Weg eigentlich nehmen und mir angucken, nicht reparieren, zerlegen. Ich bin jetzt ein bisschen verschwenderisch, ich repariere die Sachen notdürftig und will einfach diesen Silberflussweg ausprobieren. Zerlegen, zweimal Leder. Und quasi jetzt mit dem auskommen, was ich auf dem Weg mehr oder weniger so finde. Die ist zwar sehr gut, wird aber auch zerlegt. Zerlegt, nicht repariert, Gottes Willen. Sagt der Durst, ist okay. Erstmal die Sachen reparieren, die ein bisschen mehr Boni bringen. Ja, das stimmt. Das ist echt heftig jetzt teilweise. 84, den reparieren wir auf jeden Fall. Dann habe ich, glaube ich, immer noch einen Stoff. Perfekt, dann machen wir noch den Schal. Jetzt dürfte ich keinen mehr überhaben. Doch, ich habe noch einen. Dann machen wir das halt auch noch. Wobei, da geht nur... Obwohl, 40 ist okay, doch. Nochmal Stoff? Ich nehme jetzt den Stoff jetzt her. Dann können wir das auch noch reparieren. So, jetzt hat er Durst. Das habe ich nur davon. Ich habe doch Wasser, warum habe ich denn das nicht getrunken? So ein Dussel. Hungrig. MRE weg. Dann sind wir noch perfekt gerüstet. Dann hoffe ich mal, dass ich diesmal nicht vorbeirenne. Nur ein Gewehr habe ich nicht gefunden. Nee, nix. Ohne Messer brauche ich nicht los, das stimmt. Aber wir wollen ja ein bisschen auf Risiko gehen.
Nee, du musst dir nachher mal die Szene angucken. Das ist jetzt vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde her, wo ich gestorben bin. Ich habe den Zugang gesucht hier, den neuen. Bin wahrscheinlich einmal ganz knapp innen vorbeigerannt und einmal ganz knapp außen vorbeigerannt. Jetzt habe ich nochmal auf der Karte geguckt, weiß ungefähr, wo er war. Und bin dann ja, bei dieser komischen Angelhütte gewesen. Und da war wieder dieser Wolf, der da immer bei dem See sich rumtreibt. Und der hat mich dann massakriert. Der hing dann irgendwo in der Wand drin. Dann wollte ich mit der Fackel verjagen. Und dann hat er so viel Schaden gemacht, dass ich gleich bis auf 35% runter bin. Und alles verstaucht. Und ihn hast du nicht gesehen. Und da bin ich erfroren, als ich eine Bank auseinandergenommen habe, um Feuer zu machen, dass ich da kurz schlafen kann. Dass ich wenigstens so auf 50 komme vielleicht, um weiter zu können. Minus 10. Lichtquellen haben wir, nur Streichhölzer und eine Fackel. Na, das ist doch ein schönes Handicap. Bei dem Wind geht die Fackel wahrscheinlich eh nicht. Da ist die Brücke. Ist doch komisch. Denn wo soll denn der Übergang sein, der neue? Bin ich schon wieder vorbei oder was? So, die erkennst du den Übergang oder ist der überhaupt schon im Spiel drin? Dieser zum Silberfluss? Silver River oder wie das heißt denn? Der muss hier irgendwo sein. Bleib auf den Weg. Richtung Brücke oder warst eben richtig, alles klar. Aber wahrscheinlich noch vor der Brücke rechts. Das ist doof mit der Zeitverzögerung, aber wird schon passen. Okay. Vor der Brücke rechts. Dann denke ich mal. Oder schon wieder müde. Wahrscheinlich durch diese Kuhle durch. Da oben bin ich lang, hier bin ich lang. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja übelst versteckt. Das kann nicht wahr sein. Da oben drinne. Hier unten bin ich lang gerannt vorhin. Zweimal, glaube ich sogar. Wahnsinn. Hätte ich die gefunden, wäre ich nicht gestorben. Gibt's ja nicht, ey. Wie komme ich denn da hoch? Hier wahrscheinlich. Ah. Unglaublich. Dieses Zeitverzögerte, ey. Alter, unten dran vorbeigerannt. Ich habe mich nämlich immer an der Felswand gehalten. Habe gedacht, nee, hier muss er kommen. Nicht gesehen, ne? Ach, fein, jetzt wird's interessant. Ich habe ja nur die olle Fackel, die fast aus ist.
Machen wir trotzdem. Mal gucken, ey. Dann geht wahrscheinlich die Fackel noch mitten in der Höhle aus, dann. Und höchstwahrscheinlich kommen ja hier auch wieder Wölfe. Todesmutig. Zunder nehmen wir mit. Ich kann ja ein Feuer machen und mir eine Fackel rausnehmen. Ausgerüstet wie ein Schuster. Ich mache mir da unten gleich erstmal ein schönes Feuer und dann schnappe ich mir da eine frische Fackel. Das anzünden. So. Ist der besser als meiner? Jo, ein bisschen. Können wir generell mitnehmen. Kann ich wieder zerlegen. Noch irgendwo was an großen Holz? Ne, ist wirklich nur das spärliche Zeug hier. Na, ist egal. Komme ich schon mit zurecht. Stunden Tageslicht sind noch über. Die sollte ich noch nutzen, um die Höhle zu durchqueren. Das heißt 22, okay. 20. Ich mache noch Ich mache noch eine ganz kleine Rast, 1 oder 2 Stunden, dann habe ich noch eine Stunde Licht. Genau, dann ist er nämlich wieder ein bisschen ausgeruht. Wasser haben wir, das ist in Ordnung. Eine Stunde sechs. Wolf, okay. Nord, das sieht doch gut aus.